Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar habe ich heute mal eine Warnung für euch, denn wenn du diesen Glitch gemacht hast, verlierst du bald vielleicht all dein Geld. Wieder geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, heute geht es mal wieder um Rockstar Games und um einen Money Glitch. Denn aktuell gibt es einen Glitch in GTA Online, der bei den Spielern sehr beliebt ist. Allerdings solltet ihr davon die Finger lassen, denn es wäre gut möglich, dass wir bald wieder eine Geldlöschwelle sehen, wie wir sie zuletzt schon im August 2020 einmal gesehen haben. Aber was genau passiert ist und worauf du dich jetzt einstellen solltest, das erfährst du im heutigen Video. Wenn dir dieses Video heute auch gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du es mit deinen Freunden und Kollegen teilen würdest oder auch den Kanal für täglich neue GTA Online Videos abonnierst. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Also, heute Morgen bin ich auf einen Artikel von GameStar gestoßen, der für euch nicht ganz uninteressant sein dürfte, denn die GameStar schreibt Folgendes. Der Diamond Casino Heist wird dank eines Glitches aktuell besonders leicht und lukrativ. Den Spielfehler auszunutzen könnte jedoch gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Denn der Reddit-Nutzer Distressed Unit hat vor einigen Tagen eben einen Glitch rausgefunden, der es einem ermöglicht, schon vor Aufbohren der Tresortür in den Safe zu gehen und dann die Schlösser zu hacken. Der Glitch sorgt nun dafür, dass der Tresor vollständig gelootet werden kann, ohne dass der Countdown herunterzählt. Das bedeutet konkret, dass Spieler wesentlich mehr Geld verdienen können, als Rockstar eigentlich vorgesehen hat. Immerhin habt ihr alle Zeit der Welt, um sämtliche Wertsachen innerhalb des Tresors zu looten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht zu Hause, wie geht das, wie kann ich das auch schaffen? Also das ist eigentlich recht easy, denn zwei Spieler müssen nur gleichzeitig versuchen, den Bohrer an der Tresortür zu benutzen. Ein Spieler bohrt dann tatsächlich die Tür auf und der andere wird dann durch die Wand geschoben und schon ist er im Tresor, bevor der Timer abläuft. Ja, aber Slack, das klingt doch mega geil. Kann ich den Glitch nicht einfach machen und mir eine goldene Nase verdienen? Ja, diese Frage hat sich die GameStar auch gestellt und sie schreiben dazu Folgendes. Ob ihr den Glitch verwendet, solltet ihr euch gut überlegen. Zum einen ist es nur eine Frage der Zeit, bis Rockstar Games den Fehler ausfindig macht und ausgemerzt hat. Wenn es darum geht, kaputte Spielmechaniken zu reparieren, mit denen sich Geld ermogeln lässt, lässt sich Rockstar Games in der Regel nicht allzu lange Zeit. Zum anderen lässt Rockstar das Ausnutzen von Geldglitches oft nicht ungestraft. In der Vergangenheit mussten Spieler nicht zu selten ihr illegal erspieltes Geld zurückgeben. So beispielsweise erst im August, als Rockstar Games die Konten derjenigen leergeräumt hat, die Gebrauch von dem Apartment-Glitch machten. Ja, und die Geldlöschwelle von August, die kennen wir bestimmt echt noch alle. Als das Sommer-DLC damals für mich rauskam, gab es ja wirklich einen super einfachen Money-Glitch. Aber da hat Rockstar Games nach ein paar Tagen schon die Reißleine gezogen und super viele Spieler wurden zurückgesetzt und einige wurden sogar gebannt. Ja, und eventuell kann das mit diesem aktuellen Glitch auch passieren. Denn generell gilt, je einfacher ein Glitch ist, umso mehr Leute machen ihn. Wenn ihn mehr Leute machen, bekommt Rockstar Games davon noch schneller Wind und wird den Glitch natürlich schnell patchen und dann liegt es halt in der Hand von Rockstar Games, ob sie dann eine Geldlöschwelle aktivieren. Aber um hier mal ganz deutlich zu sein, Freunde, ich möchte euch jetzt hiermit keine Angst machen. Ich persönlich hoffe natürlich auch, dass Rockstar Games da nichts lostritt, aber man kann halt vorher nie wissen und deswegen ist es wichtig, vorsichtig zu sein und deswegen auch hier wieder mein Tipp, macht keine Money Glitches. Die sind zwar echt easy und man muss wirklich gar nicht viel tun, um reich zu werden und ich weiß, es ist wirklich verlockend, aber Freunde, das lohnt sich einfach nicht, denn man weiß nie, was Rockstar Games noch so geplant hat. Und deswegen solltet ihr dieses Risiko auf keinen Fall eingehen, weil es geht dann doch schneller, als du denkst und schon bist du wieder auf Level 1 zurückgesetzt und hast alles verloren. Und dann wieder bei 0 anzufangen und sich alles zu holen, was man vorher hatte, da hat ja wirklich niemand Bock drauf. Aber wie sieht das denn da bei dir aus? Glitchst du oft in GTA Online oder bist du ein ganz vorbildlicher Spieler, der sowas nie macht? Schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Gut, und jetzt würde ich auch sagen, war es das hier mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.